gleich eins auf die Fresse, oder was? Von der Frau, oder was? Ach, fick dich. Bist du bescheuert, oder was? Ich weiß, du, wer da vor dir steht, Pimmel. Nimm ihn mit! Ey, fick nimm dich! Den Scheiß. Sag das doch fick mal nach, wie du Huren so! Fick dich doch selber, du dummes Hund, ey! Oh, hat die Frau verloren, hm? Hat die Frau verloren? Die Frau hat verloren. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte hat die Frau verloren. Hat jemand ein Taxi bestellt? Olli, wo kommst du denn her? Ich komme aus dem Jahre 1998. Ich war gerade beim GZSZ-Casting. Ist Helmut Kohl noch Bundeskanzler? Fahr erst mal los, fahr erst mal los. Halt dich fest. Ich brauch dich, Kumpel. Fahr mal irgendwo hin, wo ein bisschen entspannter ist. Vielleicht 1913 oder sowas. Da war noch kein Weltkrieg und die Weiber durften noch nicht wählen. Machen wir 1913. Schönen Sommer 1913. Okay, Kumpel. Es geht los. Wie sind wir noch hinter uns her? Böhmermann. Deine Nachricht.
Nachricht an Jan Böhmermann lautet: Fick dich, Jan Böhmermann. Was möchtest du tun? Fick dich auch, Siri. Fuck. Wo oder besser, wann sind wir denn jetzt gelandet hier, ey? Ich glaube in der Steinzeit. Oh, Olli, ey, was kannst du eigentlich? Na, retten. Boom, schlabalaba, boom, schlabalaba, boom. Da. Ureinwanderer. Scheiße. Scheiße, guck mal. Das ist doch geil. Nee, das ist nicht geil. Das ist scheiße, Olli. Was bist denn du für eine feige Sau? Niemand nennt mich eine feige Sau. Neo Magazin, Folge 10. Eines Tages, my ass, baby. Zu Gast heute Judith Holofernes. Und hier ist die neue Comedy-Hoffnung von RTL, Jan Böhmermann. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr... Hallo, danke fürs wieder mit dabei sein. Hallo, herzlich willkommen beim Neo Magazin im Jahr 2014. Unser Gast heute, Judith Holofernes. Vielen Dank. Mein lieber Freund wieder mit dabei, William Kohn. Hallo, William. Hallo, lieber Jan. Judith Holofernes heute zu Gast. Dankeschön, vielen Dank. 2014 ZDF Neo gibt's noch. Wer hätte das gedacht? Es gibt den Sender noch. Wahnsinn. Du bist auch wieder da. Ist das Wahnsinn. Nicht schön? Ist das nicht schön? Und auch der Hashtag der Woche ist wieder mit dabei. Dieser Hashtag der Woche wird dir das ganze Jahr über begleiten. Er lautet ab sofort, Hashtag der Woche lautet Neo Magazin. Was ganz was Kreatives. William, was hast du über Silvester gemacht? Du lagst jetzt, glaube ich, eine Woche mit Grimme im Bett und jetzt geht's dir wieder ein bisschen besser. Wie war dein Silvesterfest in diesem Jahr? Schön, dass es dir wieder gut geht. Ich habe mich mit Matt eingerieben. Unser Gast heute, Judith Holofernes, wird das sicherlich begrüßen, dass sich ein älterer Herr mit Matt einreibt in seiner Freizeit. Sicherlich auch was man in Berlin-Mitte vielleicht gerade macht. William, ich würde gerne die Sendung ein bisschen humoresk starten. Leider hat mich eine sehr, sehr trage, auch eine persönliche Nachricht so erschüttert, dass ich eigentlich gar nicht anders kann, als ein bisschen die Stimmung zu dämpfen. Meine Damen und Herren, vor anderthalb Monaten hat sie ihr Interview im Neo Magazin noch abgesagt, aufgrund einer Knieverletzung, die sie dann bei Sandra Maischberger in der Talkshow auskuriert hat. Wahrscheinlich auf Empfehlung ihres Arztes. Und jetzt hat sie getroffen. Ali Schwarzer hat jahrzehntelang Schwarzgeld in der Schweiz geparkt. Ali Schwarzer ist eine... Hör auf! Wie nennt man eine Frau, die klammheimlich Steuern hinterzieht? Wie nennt man die nochmal? Wie heißt das nochmal? Wenn eine Frau klammheimlich Steuern hinterzieht, wie nennt man das nochmal? Das heißt doch... Lausemädchen? Lausemädchen. Ali Schwarzer, die Steuerstraftäterin. Jörg Kachelmann war so happy vor Freude, hat er sich ein neues Messerset gekauft. Der war einfach richtig gut drauf. Bei Kachelmanns hat man am Wochenende wirklich nicht nur eine Dose Glump aufgemacht, eine ganze Badewanne voll mit Glump. Aber bei aller Kritik sollte man auch, bei aller Kritik an Ali Schwarzer, man sollte auch mal ihre Verdienste nicht in Frage stellen. Sie hat viel getan für uns Lesben. Ali Schwarzer wirklich für uns. Oh, ich höre gerade. Was? Mhm. Was? Wie was? Oh, unser Mitarbeiter Mal der Käfer hat eine kleine Mitteilung für Sie. Wir unterbrechen das zweite deutsche Internet für eine wichtige Sondermeldung in eigener Sache. Die gesamte Belegschaft des Neo Magazin und das komplette ZDF sind überglücklich. Soweit nichts Neues. Doch diese Woche gibt es zum ersten Mal einen Anlass. Denn unsere harte Arbeit, unsere jahrelange Opferbereitschaft und unser unbedingter Wille, Sie, liebe Zuschauer, im Digitalspartenrahmen einigermaßen bestmöglich zu unterhalten, wurden endlich belohnt. Das prominent besetzte Nominierungsgremium und die hochkarätige Jury des wichtigsten Medienpreises Nachkriegsdeutschlands hat aus hunderten preisverdächtigen Fernsehshows unsere Sendung ausgewählt und sie mit der ehrenvollsten aller Branchenauszeichnungen geadelt. Ja,
Es ist wirklich wahr. Das Neo-Magazin mit Jan Böhmermann ist seit letzter Woche offiziell stolzer Träger des Goldenen Ehrenmedienpimmels 2013. Wir sagen Dankeschön. Halten Sie uns die Stange. Vielen Dank. Aber wir wären nichts ohne Sie, unsere Zuschauer. Ich habe kürzlich bei Twitter gelesen, Facebook wird 10 Jahre alt. Bei Twitter steht's, bei Facebook wird 10 Jahre alt. Mein Gott, was haben wir früher nur ohne Facebook gemacht? Ich bin lieber bei Knuddels. Du bist bei Knuddels? Mhm. Du, ich habe das Gefühl, dass du heute so, wenn wir ein Gespräch führen, dass du so leicht verspätet antwortest. Woran liegt das? Ich habe meinen Kopf nicht hier. Du hast deinen Kopf nicht hier? Wo ist denn dein Kopf? Der ist woanders. Im Arsch beim Intendanten wahrscheinlich. Du willst doch bloß eine eigene Sendung bei ZDF Info haben. Ich kenne dich doch. Facebook wird 10 Jahre alt. Was für eine tolle technologische Errungenschaft. Facebook wird 10 Jahre alt. Früher wusste man ja erst nach einem Date, ob jemand scheiße ist. Heute kann man vorher gucken, ob sie zum Beispiel Poetry Slam Auftritte von Julia Engelmann liked. Von einer coolen Internetplattform zur nächsten coolen Internetplattform. Facebook ist gar nichts. Diese Internetplattform wird die Grenzen des Internets sprengen. Eine engagierte Mama aus Hamburg hat Deutschlands allererste Muttermilchbörse gegründet. Also es funktioniert so, Mütter können ihre abgepumpte Milch anderen Müttern übers Internet verkaufen. Wahrscheinlich kippt man das dann ins CD-ROM-Laufwerk rein und dann kommt das da quasi via Mail-Anhang an. Vorsichtig, liebe Mütter, die Muttermilchbörse im Internet heißt nicht White Titty. Das kann man, wenn das dann bei YouTube irgendwie Schwierigkeiten gibt in den Kommentaren. Hi, ganz nettes Video, aber wo kann ich jetzt meine Milch abgeben? Liebe Kinder, wenn aus eurer Nuki-Flasche demnächst ein bisschen Jägermeister kommt, dann kann es eventuell sein, dass ihr die Milch von Mama Wolny bekommen habt. Einfach direkt zurückschicken. Deutschlands erste Muttermilchbörse. Was für eine tolle Erfindung. Viele Kandidaten von Bauer sucht Frau waren wirklich so begeistert und haben ihre Mütter direkt an die Melkmaschine angeschlossen. Mama, wir werden reich, man kann da Muttermilch abgeben. Mama, komm her! Ein komplett anderes Thema, ein Thema, was vielleicht nicht ganz so zum Lachen ist, meine Damen und Herren. Es geht um Sotschi. Gesundheit. Es gibt wenige Orte in Russland, in denen es um diese Jahreszeit keinen Schnee gibt. Wladimir Putin hat sehr, sehr lange gesucht und endlich einen gefunden. Es ist eben Sotschi. In Sotschi finden die Olympischen Winterspiele statt. Morgen geht es los. Die starten morgen gerade mal 2 Monate vor der Fertigstellung aller Hotels für die Besucher und Sportlerunterkünfte. Starten morgen die Olympischen Winterspiele. Also gerade mal 2 Monate, bevor alles fertig ist. Das Motto der Olympischen Winterspiele in diesem Jahr übrigens, das Motto lautet wirklich Hot, Cool, Yours. Hot, Cool, Yours. Das ist russisch und das heißt übersetzt Slalom, Kunstschnee, Schwulenhass, weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Wie geil ist das denn? Ja, aber jetzt maulen alle. Ach, die Hotels sind scheiße und das Wetter ist doof und die Leute sind unfreundlich hier. Wenn ihr die Olympischen Spiele nach Russland vergebt, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn die Olympischen Spiele in Russland stattfinden. Das ist nun mal. Ist nun mal so, das kann mal passieren. William, die Mission für 2014 lautet fürs Neo-Magazin, wir wollen Markus Lanz vom Wetten-Das-Thron schubsen. Diese Sendung muss eine Familienunterhaltungsshow werden für den Samstagabend fürs Hauptprogramm. Und da haben wir jetzt, also zum einen, man sagt in Mainz, die Spitzen müssen weg. Jan Böhmermann muss die Spitzen geschnitten bekommen. Ich war extra beim Spitzenschneiden, aber es hat nichts gebracht anscheinend. Und thematisch müssen wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Wir wissen aber nicht so genau, was interessiert die Leute im Hauptprogramm gerade. Worüber redet Deutschland? Was ist wichtig? Und deswegen haben wir uns ein neues Bewertungskriterium ausgedacht. Zum Beispiel für so ein Thema, NSA hat auch Gerhard Schröder abgehört. Ist das jetzt wichtig oder ist es nicht wichtig? Wir fragen mal unser neues Orakel. Nicht relevant. Ist nicht relevant. Heute startet in Berlin die Berlinale, ist das denn jetzt, ist das relevant? Auch nicht relevant. Schade. Ich habe überlegt, eventuell mit der ersten Kohle von ZDF Neo in Berlin-Mitte ein Muttermilchcafé aufzumachen, wo man irgendwie Mutter Macchiato trinkt oder sowas und schön ein leckeres Stück Mutterkuchen mit Sahne. Ist das relevant? Ist das relevant? Relevant? Lause. Das ist relevant. Super, super.
Germany's Next Topmodel, vielleicht haben Sie gerade drüber geschaltet von ProSieben zu uns. Germany's Next Topmodel startet heute, ist eine Sache, die uns überhaupt nicht... Interessiert uns das? Ist Germany's Next Topmodel ein Thema für uns? Ist nicht relevant, ist nicht relevant. Ich gucke ja Germany's Next Topmodel nur, weil ich raten will, in welchen dieser süßen Schmollmünder nächstes Jahr im Dschungel das nächste Straußenarschloch geschoben wird. Und wir haben uns gedacht hier bei ZDF Neo, welcher Sender, welche Sendung steht mehr für innere Werte als wir? Heidi Klum soll doch noch Äußerlichkeiten die Leute beurteilen. Wir gucken hier auf innere Werte. Wir bei ZDF Neo suchen, um mal ein Zeichen zu setzen gegen diese sexistische Kackscheiße, gegen diese genderunsensible, oberflächliche Wichse bei ProSieben. Setzen wir mal ein Zeichen, da muss doch mal was gemacht werden. Wir müssen doch einfach mal, genau, wir müssen mal was tun. Wir suchen den besten Menschen der Welt. Innere Werte. Ja, wir haben wirklich wahnsinnig tolles Publikum, die sehen wirklich fantastisch aus. Und Sie, liebe ZDF-Neo-Zuschauer, liebe Fans vom ZDF-Neo-Magazin, Sie können voten, wer ist der beste Mensch der Welt, unter der Internetadresse www.derbestemenschderwelt.de können Sie sich die Fotos unseres Publikums anschauen und können dann voten. Das ist jetzt hier meine Frage, die Sie beantworten können. Wer pupst heimlich, aber wenn, dann stinkt's. So, ne, also heimlich pupsen ist ja schon mal prinzipiell was Gutes. Und ich würde sagen, was würdest du sagen, links oder rechts? Ich würde sagen rechts. Auf jeden Fall rechts. Klickst du drauf, dann kommt die nächste Frage. Wer verliert bei Monopoly freiwillig, damit das Spiel ein Ende hat? Wer ist so edel? Würde ich ganz klar sagen, der Mann links. Und wer am Ende der Staffel Neo Magazin auf Platz 1 ist, ist der beste Mensch der Welt. Teilnehmen können nur Menschen, die hier Zuschauer waren. Und es gibt tatsächlich was ganz, ganz Tolles zu gewinnen. Eine fantastische Reise, zu der wir noch mehr erzählen werden in den nächsten Wochen. Das ist der beste Mensch der Welt. Ich würde mitmachen, wenn ich nicht so ein verlottertes Arschloch wäre. Der beste Mensch der Welt. WWW, der beste Mensch der Welt. Ruck für Damme. Ach, ist das wieder schön, eine eigene Sendung zu haben. Willkommen zurück im Jahr 2014. Die Initiative ZDF Neo Magazin vor Hauptprogramm geht in eine neue Runde. Wir sind keine Internetsendung. Wir müssen den Leuten das Internet ein bisschen einfacher erklären, etwas easier machen, einfacher zugänglich. Wir müssen breiter denken. Hallo! Liebe Zuschauer da draußen, im Internet sind nicht nur dumme Leute unterwegs, im Internet wird auch sehr, sehr viel schlau geredet. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr wichtige, gesellschaftlich relevante Diskussionen. Zum Beispiel unter Artikeln von irgendwelchen Internet-Online-Nachrichtenseiten. Da wird immer viel kommentiert, da wird wirklich Meinung gemacht. Und wir haben uns überlegt, diese geistig tiefschürfenden Diskussionen endlich mal für Sie ersichtlich zu machen und in Szene zu setzen. Am 28. November 2013 diskutierten die Internetnutzer Jen Steen, Mike, Gast 3 und Sarah den Artikel Keep Calm, K1 hat genug vom Bushido-Beef im Kommentarbereich auf www.promiflash.de. Wir haben das Gespräch für Sie szenisch aufbereitet und geben es Ihnen inhaltlich und grammatikalisch unverändert wieder. Würde mich nicht wundern, wenn der ganze Beef inszeniert ist. Wenn es für euch alle ja so schlimm ist, was sie machen, und ihr null Ahnung habt, was überhaupt Rap ist, dann schreibt lieber gar nichts. Schon mal was zum Meinungsfreiheit gehört? Muss man dich jetzt fragen, was man kommentieren darf und was nicht? K1 hat Bushido verraten, ja? Aber Bushido hat die Wahrheit gesagt. Er hat die Fakten auf den Tisch gelegt. Was? Wie? Bushido hat die Wahrheit gesagt? Ach komm! Der ganze Streit ist ja nur entstanden, weil Kay Bushidos Mafia-Kontakte verraten hat, was übrigens sehr gut war. Also kein Wunder, wenn er uns, was alle wisst, Bushido aus einer Mafia bedroht wird. Ist immer ein Bad Boy. Lol, die benehmen sich wie im Kindergarten. Ich hoffe, beide werden endlich mal erwachsen. K1 ist der Allerbeste. Schämen solltet ihr euch. Ihr beide seid einfach nur respektlos und macht den Rap schlecht. K1 steckt seinen Schwellkopf von einem Arsch in den anderen. Und in der Rap-Szene ist er eh komplett unten durch. Fazit, am besten der reserviert sich jetzt schon einen Platz auf dem Arbeitsamt. Witzig finde ich, dass die Bushido-Fans ihrem Feindbild Kay vorwerfen, dass er sich an RTL verkauft hat. Ja, aber dass Bushido ein Taff, ein Interview gibt, das finden sie toll. Ach nee, K1. Ach, hör doch auf mit dem Quatsch.
ins Internet. Lohnt sich wirklich. www.derbestemenschderwelt.de. Apropos, 3 Jahre lang hat sie nichts gemacht, als ihr Privatleben zelebriert. Sabbatical. Sie ist die Frontfrau von Wir sind Helden. 3 Jahre lang war sie nur mit den Familien in Berlin-Mitte unterwegs. Und jetzt ist sie wieder da mit einem Solo-Projekt. Judith Holofernes, ein leichtes Schwert, heißt ihr neues Album. Begrüßen Sie mit mir die einzigartige, unverwechselbare, bezaubernde Judith Holofernes! Ich kann dir das sagen. Ich kann dir auch gerne eine Dose Glump geben. Oder weil ich immer die ganze Zeit das so gerne probieren. Ich weiß, es ist pervers, es ist Alkohol-Cola. Ist Alkohol mit drin? Darfst du es trinken? Stillst du noch? Oder? Ja, weiß man nicht, was gerade in Mitte angesagt ist. Ich habe gehört, es wird gestillt. Ich wohne nicht in Mitte. Nein, wo wohnst du denn? In Kreuzberg. Also ehrlich gesagt, von außen, aber alles, was weiter von Potsdam, alles, was weiter ist, von Berlin weg ist als Potsdam, da ist Berlin alles eins. Für mich ist das alles eins. Es gibt ja den Trend da in Berlin zurzeit. Ich habe gehört letztens von einer Freundin, die stillt, bis das Kind Abitur hat. Oder man sollte wenigstens so lange stillen, bis das Kind von sich aus sagen kann, Mama, danke, es reicht. Mama, pack mal wieder ein. Ja, es reicht wirklich. Schön, dass du hier bist. Du bist gerade auf einer richtigen Promo-Ochsentour unterwegs. Ja. Damit wir das Gespräch... Aber heute Abend ist Freizeit. Ja. Ich krieg mich nicht wieder ein wegen dem Einspieler gerade eben. Welchem? Ja, ich halte dir die Stange. Du sollst alles moderieren. Ja. Du sollst alles moderieren, was nicht nied- und nagelfest ist. Nominiert für den Goldenen Medienpimmel. Viele Menschen bei ZDF Neo haben jetzt die letzten 3 Jahre dich aus den Augen verloren, weil du warst auch, schmeckt ganz gut, ne? Schmeckt ganz gut. Ja, man muss auch den, man trinkt den Lifestyle auch mit. Glump ist ein Lifestyle-Getränk. Das habe ich angefangen, ne? Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Das ist Judith Holofernes. Sie ist die ohne Penis bei Wir sind Helden. Guten Tag, Judith Holofernes. Hier kommt dein Leben zurück. 12. November 1976 unter deinem echten Namen Hohlfelder, Judith, hochwohlgeboren in Berlin. Gekommen, um zu bleiben und zu musizieren, und du blockst und rockst und mutterst. Aber, Judith, Constanze Rieck sagt, Achtung, Promi-Gossip-Alert, du hattest angeblich schon mal Sex mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden. Naja, kein Grund zur Panik, du Studienabbrecherin und Begründerin von Who You Gonna Call? Ed Busters, Deutschland. Nur ein Wort. Solo-Projekt. Quasi-Liebe Teil 2. Jetzt erst recht. Sag mal, warum haben sie dir eigentlich noch kein Denkmal gebaut? Judith Holofernes, schön, dass du da bist. Ich hatte keinen Sex mit dem Schlagzeuger von Helden. Du hattest keinen Sex mit dem Schlagzeuger von Helden? Niemand. Wie sind denn diese Kinder dann entstanden? Diese Probenräume, da geht's aber auch wirklich wild her. Da geht es wild her. Die haben wir gekauft, haben wir die. Ja, wirklich? Ja. Bei der Kinderbörse. Auch eine schöne Idee für ein Start-up, eine Kinderbörse. Das ist eine Zweigstelle von der Muttermilchbörse. Ich habe überlegt, ob man nicht eventuell eine Kinderklappe einführen kann für Kinder, die so ein bisschen älter sind, also die irgendwann schwierig werden. Also bei Kinderklappe, Babyklappe ist ja schön und gut, aber eigentlich richtig weggeben will man sie erst, wenn sie ein bisschen älter sind. Soll nicht das Thema sein. Du bist eine meinungsstarke junge Frau. Ja. Wie hat dich das Schicksal von Ali Schwarzer in diesen Tagen berührt? Hat mich erschüttert, das Schicksal von Ali Schwarzer. Ja. Nee, ich habe es ehrlich gesagt nur am Rande mitgekriegt, weil ich so viel unterwegs war und so. Nee, wirklich, ich habe es nur so am Rande mitgekriegt und dann sieht es vielleicht sogar noch schrecklicher aus. Ich möchte es nicht echt... Oh. Das ist dein Album. Guck mal, ich reite auf einem Drachen. Und du reitest auf einen Triceratops. Weißt du, das habe ich mir auch gedacht. Und das ist übrigens eine schöne Gelegenheit, um mal zu zeigen, wie das Cover eigentlich hätte aussehen können. Ja. Hier, das, also muss man vielleicht mal sagen, es ist zurzeit sehr angesagt, dass Medienleute was mit Mitgliedern von Wir sind Helden machen. Und eigentlich sollte das hier unser gemeinsames Album werden. Darf ich das mit nach Hause nehmen? Das darfst du gerne mit nach Hause nehmen, aber auch, um dich daran zu erinnern, wie schön es hätte werden können, wenn unsere Zusammenarbeit mehr Früchte getragen. Also ich muss mal, Judith, Folgendes. Lass uns das doch ganz kurz mal eben besprechen. Ja. Also es gab einen kleinen Dissens beim Texten des Liedes. Du bist eine engagierte Mutter, du hast 3 Jahre lang jetzt dich um die Kinder gekümmert und hast da einfach dich gekümmert. Jetzt nicht mehr. Ihr seid aber paritär.
theoretisch, dein Mann und du, ihr habt euch paritätisch um die Kinder gekümmert. Ja, aber ich habe gesagt, als wir damals den Text geschrieben haben, die Entwürfe für den Song, Judith, das ist doch unrealistisch. 85% der Pärchen, da kümmert sich doch der Mann um die Arbeit und die Frau um das Kind. Da ist doch die Frau die ganze Zeit zu Hause und der Mann, der muss arbeiten. Das ist doch unrealistisch. Wir Medienleute, wir können uns das leisten, uns gleichberechtigt um die Kinder zu kümmern. Ja, das geht doch eigentlich an der Wirklichkeit der Menschen vorbei. Du meinst, ich hätte das Lied, ja, der Realismus, der geht mir oft ab. Ja, guck mal, also das ist zum Beispiel dein Lied ist das hier. Liebe Teil 2, das ist Judith Holofernes. Du sagst, ich fühle mich heute nicht so gut. Ich sag, wann reiß dich zusammen? Du sagst, dass dir der Kopf wehtut. Ich sag, mein Arsch steht in Flammen. Du sagst, du bist so müde. Ich sag, mir ist schlecht. Das ist Liebe, das ist Liebe. Das ist der Song von Judith Holofernes. Ja. Wahnsinnig toll. Als Vater fühle ich mich angesprochen. Weißt du, die Eltern, man muss es gar nicht interpretieren. Ich weiß genau, wovon du singst. Aber ich habe gedacht, und deswegen habe ich eben gedacht, dass es vielleicht schöner wäre, wenn wir diesen Song veröffentlichen würden. Es ist einfach besser. Liebe Teil 3. Ja, Liebe Teil 3, wenn man einen Song macht, wo man mal beschreibt, wie es meistens ist, nämlich nicht ideal. Dass eben der Vater arbeitet und die Mutter sich um das. Das könnte dann so aussehen, zum Beispiel. Shining-mäßige. Honey, I'm home. Dass der Blick eine ganz andere Seite. Ja, total. Gehst du jetzt richtig auf Tour solo? Und wie sieht es dann mit den Kindern aus? Kommen die mit im Zirkuswagen oder wie macht ihr das? Die Kinder, Pola bleibt zu Hause, ja, wird aber nicht den ganzen Tag bügeln und staubsaugen, sondern der ist im Moment praktischerweise sowieso viel im Studio, weil er sich von Technik hingezogen fühlt. Okay. Und deswegen passt es ganz gut, ich gehe 3 Wochen auf Tour und tue das weitestgehend alleine und trinke Glump die ganze Nacht. Du kommst aus einer völligen Freizeitsituation, einem dreijährigen Sabbatical in dieses, in diesen Zirkus, in dieses Karussell zurück. Was hat sich verändert? Was ist neu? Was ist schlimmer geworden? Schandmaul ist, glaube ich, auf 2 der deutschen Charts. Die ganze Welt hat sich viel zu schnell gedreht und es ist alles anders. Man kann nicht aus Fehlern lernen im Musikbusiness. Das ist faszinierend. Zum Beispiel habe ich mich aus Versehen mit iTunes eingelassen. Was? Weil ich dachte, das macht die Jugend jetzt so. Und dass du quasi dein Album bei iTunes veröffentlichst? Nein, das haben wir auch immer schon gemacht. Aber es gibt einfach, also der Hase läuft anders, tara, als ich mir gedacht hätte. Und das Internet nervt dollarara, als ich mir auch gedacht hätte. Ja. Und so. Also es ist eine faszinierende neue Welt. Ist es so, dass du jetzt aus den letzten 3 Jahren so ein bisschen an Gewohnheiten wieder mit in den beruflichen Alltag ziehst? Also quasi als Mutter sich um 2 Kinder kümmern, da ist ja zu Hause, ich spreche aus eigener Erfahrung, da wird ja viel Kommandoton gesprochen, wird auch viel nicht gehört. Kann es sein, dass du dann mal in deinem Umfeld den Mann von der Plattenfirma anschaust? Nein, ich kann jetzt nicht. Oder nein, jetzt mach das doch endlich mal. Ich telefoniere jetzt gerade. Jetzt lass uns doch mal reden einmal ganz kurz. Ja, kommt vor. Ja, ne? Also ich habe definitiv wirklich ernsthaft, ich habe eine kürzere Lunte
Ja. Ja, das finde ich aber gut. Ich hatte eine sehr, sehr lange Lunte. Das ist eh so, wenn man keine Kinder hat, dann fragt man sich immer im Nachhinein, wenn man eine Kinder hat, was habe ich eigentlich mit der ganzen Zeit gemacht? Also was habe ich eigentlich früher, als ich noch keine Kinder hatte, was habe ich da alles gemacht? Und es war so sinnlos eigentlich. Ja, und dann ist es aber so, dass wenn man... Mach mal Schluss. William, sagst du Schluss machen? Mit allem, oder? Mit allem. William, das ist sehr uncharmant, aber wir müssen auf das Wort von William hören, ansonsten gibt es Gewalt. Schön, dass du da warst. Ich freue mich, ich freue mich sehr. Eine ganz tolle Platte und nicht nur familienorientierten Mit-30ern zu empfehlen, sondern auch allen anderen ganz tolle Platte. Aufgeräumten, hippen Menschen zum Hören. Nicht nur Eltern. U-Bahn auf ihren Mobiltelefonen. Aber Eltern werden sich besonders angesprochen fühlen. Judith Holofernes, ein leichtes Schwert, out now. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Das war das neue Magazin, das erste 2015. Nächste Woche ist bleiben Sie uns treu. Ciao, bis dann. Vielen Dank, Böhmi. Bei aller Kritik muss man dir ja deine Konstanz lassen. Du bist 2014 noch genauso scheiße wie 2013. Bevor Sie aber, verehrte Digitalsparten-Mongos, jetzt bewundern können, was daraus entstanden wäre, wenn ein deutscher Family Guy erfunden hätte, hier noch ein kleiner, geiler Programmhinweis für voyeuristische Grillgutfans. Brust oder Keule? Barbecue-Tricks für heiße Chicks. Für die meisten bin ich nur ein Stück Fleisch. Brutzel, brutzel. Low fat, aber tasty. Brust oder Keule? Die glutheiße Grillshow für knusprige Chicks. Eure Wurst könnt ihr wieder einpacken. Was möchtest du tun? Fick dich auch, Siri. Wo oder besser, wann sind wir denn jetzt gelandet hier, ey? Ich glaube, in der Steinzeit. Oh, Olli, ey, was kannst du eigentlich? Na, retten. Boom, schlabalaba, boom, schlabalaba, boom. Da. Ureinwanderer. Scheiße. Also guck mal. Das ist doch geil. Nee, das ist nicht geil. Das ist scheiße, Olli. Was bist denn du für eine feige Sau? Niemand nennt mich eine feige Sau. Neo Magazin, Folge 10. Eines Tages, my ass, baby. Zu Gast heute, Judith Holofernes. Und hier ist die neue Comedy-Hoffnung von RTL. Jan Böhmermann. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie, dass ihr. Hallo, danke schön, wieder mit dabei sein. Hallo, herzlich willkommen beim Neo Magazin im Jahr 2014. Unser Gast heute, Judith Holofernes. Vielen Dank. Mein lieber Freund wieder mit dabei, William Kohn. Hallo, William. Hallo, lieber Jan. Judith Holofernes heute zu Gast. Dankeschön, vielen Dank. 2014 ZDF Neo gibt's noch. Wer hätte das gedacht? Es gibt den Sender noch. Wahnsinn. Du bist auch wieder da. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und auch der Hashtag der Woche ist wieder mit dabei. Dieser Hashtag der Woche wird dir das ganze Jahr über begleiten. Er lautet ab sofort, Hashtag der Woche lautet Neo Magazin. Was ganz was Kreatives. William, was hast du über Silvester gemacht? Du lagst jetzt, glaube ich, eine Woche mit Grimme im Bett und jetzt geht's dir wieder ein bisschen besser. Wie war dein Silvesterfest in diesem Jahr? Schön, dass es dir wieder gut geht. Ich habe mich mit Matt eingerieben.
Unser Gast heute, Judith Holofernes, wird das sicherlich begrüßen, dass sich ein älterer Herr mit Matt einreibt in seiner Freizeit. Sicherlich auch was man in Berlin-Mitte vielleicht gerade macht. William, ich würde gerne die Sendung ein bisschen humoresk starten. Leider hat mich egal, dass eben der Vater arbeitet und die Mutter sich um das... Das könnte dann so aussehen zum Beispiel. Shining-mäßige. Honey, I'm home. Dass der Blick eine ganz andere Sache. Ja, total. Gehst du jetzt richtig auf Tour solo? Und wie sieht es dann mit den Kindern aus? Kommen die mit im Zirkuswagen oder wie macht ihr das? Die Kinder, Pola bleibt zu Hause, ja, wird aber nicht den ganzen Tag bügeln und staubsaugen, sondern der ist im Moment praktischerweise sowieso viel im Studio, weil er sich von Technik hingezogen fühlt. Okay. Und deswegen passt es ganz gut, ich gehe 3 Wochen auf Tour und tue das weitestgehend alleine und trinke Glump die ganze Nacht. Du kommst aus einer völligen Freizeitsituation, einem dreijährigen Sabbatical in dieses, in diesen Zirkus, in dieses Karussell zurück. Was hat sich verändert? Was ist neu? Was ist schlimmer geworden? Schandmaul ist, glaube ich, auf 2 der deutschen Charts. Die ganze Welt hat sich viel zu schnell gedreht und es ist alles anders. Man kann nicht aus Fehlern lernen im Musikbusiness. Das ist faszinierend. Zum Beispiel habe ich mich aus Versehen mit iTunes eingelassen. Was? Weil ich dachte, das macht die Jugend jetzt so. Und dass du quasi dein Album bei iTunes veröffentlichst? Nein, das haben wir auch immer schon gemacht. Aber es gibt einfach... Also, der Hase läuft anders, tara, als ich mir gedacht hätte. Und das Internet nervt dollarara, als ich mir auch gedacht hätte. Ja. Und so. Also es ist eine faszinierende neue Welt. Ist es so, dass du jetzt aus der man trinkt den Lifestyle auch mit. Glump ist ein Lifestyle-Getränk. Das habe ich angefangen, ne? Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Das ist Judith Holofernes. Sie ist die ohne Penis bei Wir sind Helden. Guten Tag, Judith Holofernes. Hier kommt dein Leben zurück. 12. November 1976 unter deinem echten Namen Hohlfelder, Judith, hochwohlgeboren in Berlin. Gekommen, um zu bleiben und zu musizieren und du blockst und rockst und mutterst. Aber, Judith, Constanze Rieck sagt... Achtung, Promi-Gossip-Alert. Du hattest angeblich schon mal Sex mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden. Naja, kein Grund zur Panik, du Studienabbrecherin und Begründerin von Who You Gonna Call? Ed Busters, Deutschland. Nur ein Wort. Solo-Projekt. Quasi-Liebe Teil 2. Jetzt erst recht. Sag mal, warum haben sie dir eigentlich noch kein Denkmal gebaut? Judith Holofernes, schön, dass du da bist. Ich hatte keinen Sex mit dem Schlagzeuger von Helden. Du hattest keinen Sex mit dem Schlagzeuger von Helden? Niemanden. Wie sind denn diese Kinder dann entstanden? Diese Probenräume, da geht es aber auch wirklich wild her. Da geht es wild her. Die haben wir gekauft, haben wir die. Ja, wirklich? Ja.
bei der Kinderbörse. Auch eine schöne Idee für ein Start-up, eine Kinderbörse. Das ist eine Zweigstelle von der Muttermilchbörse. Ich habe überlegt, ob man nicht eventuell eine Kinderklappe einführen kann für Kinder, die so ein bisschen älter sind, also die irgendwann schwierig werden. Also bei Kinderklappe, Babyklappe ist ja schön und gut, aber eigentlich richtig weggeben will man sie erst, wenn sie ein bisschen älter sind. Soll nicht das Thema sein? Du bist eine meinungsstarke junge Frau. Ja. Wie hat dich das Schicksal von Ali Schwarzer in diesen Tagen berührt? Hat mich erschüttert, ja, das Schicksal von Ali Schwarzer. Ja. Nee, ich habe es ehrlich gesagt nur am Rande mitgekriegt, weil ich so viel unterwegs war und so. Nee, wirklich, ich habe es nur so am Rande mitgekriegt und dann sieht es vielleicht sogar noch schrecklicher aus. Ich möchte es nicht echt. Oh. Das ist dein Album. Guck mal, ich reite auf einem Drachen. Und du reitest auf einen Triceratops. Weißt du, das habe ich mir auch gedacht. Und das ist übrigens eine schöne Gelegenheit, um mal zu zeigen, wie das Cover eigentlich hätte aussehen können. Ja. Hier, das, also muss man vielleicht mal sagen, es ist zurzeit sehr angesagt, dass Medienleute was mit Mitgliedern von Wir sind Helden machen. Und eigentlich sollte das hier unser gemeinsames Album werden. Darf ich das mit nach Hause nehmen? Das darfst du gerne mit nach Hause nehmen, aber auch, um dich daran zu erinnern, wie schön es hätte werden können, wenn unsere Zusammenarbeit mehr Früchte getragen hätte. Also ich muss mal, Judith, Folgendes. Lass uns das doch mal ganz kurz mal eben besprechen. Ja. Also es gab einen kleinen Dissens beim Texten des Liedes. Du bist eine engagierte Mutter, du hast 3 Jahre lang jetzt dich um die Kinder gekümmert und hast da einfach dich gekümmert. Jetzt nicht mehr. Ihr seid aber paritätisch, dein Mann und du, ihr habt euch paritätisch um die Kinder gekümmert. Ja, aber ich habe gesagt, als wir damals den Text geschrieben haben, die Entwürfe für den Song. Ersten Mal einen Anlass, denn unsere harte Arbeit, unsere jahrelange Opferbereitschaft und unser unbedingter Wille, Sie, liebe Zuschauer, im Digitalspartenrahmen einigermaßen bestmöglich zu unterhalten, wurden endlich belohnt. Das prominent besetzte Nominierungsgremium und die hochkarätige Jury des wichtigsten Medienpreises Nachkriegsdeutschlands hat aus hunderten preisverdächtigen Fernsehshows unsere Sendung ausgewählt und sie mit der ehrenvollsten aller Branchenauszeichnungen geadelt. Ja, es ist wirklich wahr. Das Neo Magazin mit Jan Böhmermann ist seit letzter Woche offiziell stolzer Träger des Goldenen Ehrenmedienpimmels 2013. Wir sagen Dankeschön. Halten Sie uns die Stange. Vielen Dank. Aber wir wären nichts ohne Sie, unsere Zuschauer. Ich habe kürzlich bei Twitter gelesen, Facebook wird 10 Jahre alt. Bei Twitter steht's. Bei Facebook wird 10 Jahre alt. Mein Gott, was haben wir früher ohne Facebook gemacht? Ich bin lieber bei Knuddels. Du bist bei Knuddels? Mhm. Du, ich habe das Gefühl, dass du heute so, wenn wir ein Gespräch führen, dass du so leicht verspätet antwortest. Woran liegt das? Ich habe meinen Kopf nicht hier. Du hast deinen Kopf nicht hier? Wo ist denn dein Kopf? Der ist woanders. Im Arsch beim Intendanten wahrscheinlich. Du willst doch bloß eine eigene Sendung bei ZDF Info haben. Ich kenne dich doch. Facebook wird 10 Jahre alt. Was für eine tolle technologische Errungenschaft. Facebook wird 10 Jahre alt. Früher wusste man ja erst nach einem Date, ob jemand scheiße ist. Heute kann man vorher gucken, ob sie zum Beispiel Poetry Slam Auftritte von Julia Engelmann liked. Von einer coolen Internetplattform zur nächsten coolen Internetplattform. Facebook ist gar nichts. Diese Internetplattform wird die Grenzen des Internets sprengen. Eine engagierte Mama aus Hamburg hat Deutschlands allererste Muttermilchbörse gegründet. Also es funktioniert so, Mütter können ihre abgepumpte Milch anderen Müttern übers Internet verkaufen. Wahrscheinlich kippt man das dann ins CD-ROM-Laufwerk rein und dann kommt das da quasi via Mail-Anhang an. Vorsichtig, liebe Mütter, die Muttermilchbörse im Internet heißt nicht White Titty. Das kann man, wenn das dann bei YouTube irgendwie Schwierigkeiten gibt in den Kommentaren. Hi, ganz nettes Video, aber wo kann ich jetzt meine Milch abgeben? Liebe Kinder, wenn aus eurer Nuki-Flasche demnächst ein bisschen Jägermeister kommt, dann kann es eventuell sein, dass ihr die Milch von Mama Wolny bekommen habt. Einfach direkt zurückschicken. Deutschlands erste Muttermilchbörse. Was für eine tolle, tolle Erfindung. Viele Kandidaten von Bauer sucht Frau waren wirklich so begeistert und haben ihre Mütter direkt an die Melkmaschine angeschlossen. Mama, wir werden reich, man kann da Muttermilch abgeben. Mama, komm her! Ein komplett anderes. Hat jemand ein Taxi bestellt? Olli, wo kommst du denn her? Ich komme aus dem Jahre 1998. Ich war gerade beim GZSZ-Casting. Ist Helmut Kohl noch Bundeskanzler? Fahr erst mal los. Halt dich fest!
Ich brauch dich, Kumpel! Fahr mal irgendwo hin, wo ein bisschen entspannter ist. Vielleicht 1913 oder sowas. Da war noch kein Weltkrieg und die Weiber durften noch nicht wählen. Machen wir 1913. Schön im Sommer 1913. Okay, Kumpel. Es geht los. Wir sind immer noch hinter uns her. Jan Böhmermann lautet: Fick dich, Jan Böhmermann. Was möchtest du tun? Fick dich auch, Siri. Fuck. Wo oder besser, wann sind wir denn jetzt gelandet hier, ey? Ich glaube in der Steinzeit. Oh, Olli, ey, was kannst du eigentlich? Na, retten. Boom, Schlabalaba, boom, Schlabalaba, boom. Da. Ureinwanderer. Scheiße, guck mal. Das ist doch geil. Nee, das ist nicht geil. Das ist scheiße, Olli. Was bist denn du für eine feige Sau? Niemand nennt mich eine feige Sau. Hatame Horakiri! Neo Magazin, Folge 10. Eines Tages, my ass, baby. Zu Gast heute, Judith Holofernes. Die neue Comedy-Hoffnung von RTL, Jan Böhmermann. Hallo, herzlich willkommen. Rieck sagt, Achtung, Promi-Gossip-Alert, du hattest angeblich schon mal Sex mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden. Naja, kein Grund zur Panik, du Studienabbrecherin und Begründerin von Who You Gonna Call? Ed Busters, Deutschland. Nur ein Wort. Solo-Projekt. Quasi Liebe Teil 2. Jetzt erst recht. Sag mal, warum haben sie dir eigentlich noch kein Denkmal gebaut? Judith Holofernes, schön, dass du da bist. Ich hatte keinen Sex mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden. Du hattest keinen Sex mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden? Niemand. Wie sind denn diese Kinder dann entstanden? Diese Probenräume, da geht's aber auch wirklich wild her. Da geht es wild her. Die haben wir gekauft, haben wir die. Ja, wirklich? Ja. Bei der Kinderbörse. Auch eine schöne Idee für ein Start-up, eine Kinderbörse. Das ist eine Zweigstelle von der Muttermilchbörse. Du, ich habe überlegt, ob man nicht eventuell eine Kinderklappe einführen kann für Kinder, die so ein bisschen älter sind, also die irgendwann schwierig werden. Aber bei Kinderklappe, Babyklappe ist ja schön und gut, aber eigentlich richtig weggeben will man sie erst, wenn sie ein bisschen älter sind. Soll nicht das Thema sein. Du bist eine meinungsstarke junge Frau. Ja. Wie hat dich das Schicksal von Ali Schwarzer in diesen Tagen berührt? Hat mich erschüttert, ja, das Schicksal von Ali Schwarzer. Ja. Nee, ich habe es ehrlich gesagt nur am Rande mitgekriegt, weil ich so viel unterwegs war und so. Nee, wirklich, ich habe es nur so am Rande mitgekriegt und dann sieht es vielleicht sogar noch schrecklicher aus. Ich möchte es nicht echt. Oh. Das ist dein Album. Guck mal, ich reite auf einem Drachen. Und ja. Du reitest auf einem Triceratops. Du, weißt du, das habe ich mir auch gedacht. Und das ist übrigens eine schöne Gelegenheit, um mal zu zeigen, wie das Cover eigentlich hätte aussehen können. Ja. Hier, das, also muss man vielleicht mal sagen, es ist zurzeit sehr angesagt, dass Medienleute was mit Mitgliedern von Wir sind Helden machen. Und eigentlich sollte das hier unser gemeinsames Album sein. Darf ich das mit nach Hause nehmen? Das darfst du gerne mit nach Hause nehmen, aber auch, um dich daran zu erinnern, wie schön es hätte werden können, wenn unsere Zusammenarbeit mehr Früchte getragen hätte. Also ich muss mal, Judith, Folgendes. Lass uns das doch mal ganz kurz mal eben besprechen. Ja. Also es gab einen kleinen Dissens beim Texten des Liedes. Du bist eine engagierte Mutter, du hast 3 Jahre lang jetzt dich um die Kinder gekümmert und hast da einfach dich gekümmert. Jetzt nicht mehr. Nee, ihr seid aber paritätisch. Dein Mann und du, ihr habt euch paritätisch um die Kinder gekümmert. Ja, aber ich habe gesagt, als wir damals den Text geschrieben haben, die Entwürfe für den Song, Judith, das ist doch unrealistisch. 85% der Pärchen, da kümmert sich doch der Mann
um die Arbeit und die Frau um das Kind. Da ist doch die Frau die ganze Zeit zu Hause und der Mann, der muss arbeiten. Das ist doch unrealistisch. Wir Medienleute, wir können uns das leisten, uns gleichberechtigt um die Kinder zu kümmern. Ja, das geht doch eigentlich an der Wirklichkeit der Menschen vorbei. Du meinst, ich hätte das Lied, ja... Der Realismus, der geht mir oft ab. Ja, guck mal, also das ist zum Beispiel dein Lied ist das hier. Liebe Teil 2, das ist Judith Holofernes. Du sagst, ich fühle mich heute nicht so gut. Ich sag, man reißt dich zusammen. Du sagst, dass dir der Kopf wehtut. Ich sag, meiner steht in Flammen. Du sagst, du bist so müde. Ich sag... Breiter denken. Hallo! Liebe Zuschauer da draußen, im Internet sind nicht nur dumme Leute unterwegs, im Internet wird auch sehr, sehr viel schlau geredet. Es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr wichtige gesellschaftlich relevante Diskussionen. Zum Beispiel unter Artikeln von irgendwelchen Internet-Online-Nachrichtenseiten. Da wird immer viel kommentiert, da wird wirklich Meinung gemacht. Und wir haben uns überlegt, diese geistig tiefschürfenden Diskussionen endlich mal für Sie ersichtlich zu machen und in Szene zu setzen. Am 28. November 2013 diskutierten die Internetnutzer Jen Steen, Mike, Gast 3 und Sarah den Artikel Keep Calm, K1 hat genug vom Bushido-Beef im Kommentarbereich auf www.promiflash.de. Wir haben das Gespräch für Sie szenisch aufbereitet und geben es Ihnen inhaltlich und grammatikalisch unverändert wieder. Würde mich nicht wundern, wenn der ganze Beef inszeniert ist. Wenn es für euch alle ja so schlimm ist, was sie machen, und ihr null Ahnung habt, was überhaupt Rap ist, dann schreibt lieber gar nichts. Hast du schon mal was zum Meinungsfreiheit gehört? Muss man dich jetzt fragen, was man kommentieren darf und was nicht? K1 hat Bushido verraten, ja? Aber Bushido hat die Wahrheit gesagt. Er hat die Fakten auf den Tisch gelegt. Was? Wie? Bushido hat die Wahrheit gesagt? Ach komm! Der ganze Streit ist ja nur entstanden, weil Kay Bushidos Mafia-Kontakte verraten hat, was übrigens sehr gut war. Also kein Wunder, wenn er uns, was alle wisst, Bushido aus einer Mafia bedroht wird. Er ist immer ein Bad Boy. Lol, die benehmen sich wie im Kindergarten. Ich hoffe, beide werden endlich mal erwachsen. K1 ist der Allerbeste. Schämen solltet ihr euch. Ihr beide seid einfach nur respektlos und macht den Rap schlecht. K1 steckt seinen Schwellkopf von einem Arsch in den anderen. Und in der Rap-Szene ist er eh komplett unten durch. Fazit, am besten der reserviert sich jetzt schon einen Platz auf dem Arbeitsamt. Witzig finde ich, dass die Bushido-Fans ihrem Feindbild K vorwerfen, dass er sich an RTL verkauft hat. Ja, aber dass Bushido ein Taff, ein Interview gibt, das finden sie toll. Ach nee. K1. Ach, hör doch auf mit dem Quatsch. Schauen wir doch mal rein ins Internet. Lohnt sich wirklich. www.derbestemenschderwelt.de. Apropos, 3 Jahre lang hat sie nichts gemacht, als ihr Privatleben zelebriert. Sabbatical. Sie ist die Frontfrau von Wir sind Helden. 3 Jahre lang war sie nur mit den Familien in Berlin-Mitte unterwegs. Und jetzt ist sie wieder da mit einem Solo-Projekt. Judith Holofernes, ein leichtes Schwert, heißt ihr neues Album. Begrüßen Sie mit mir die einzigartige, unverwechselbare, bezaubernde Judith Holofernes!